bist ein Scheißkerl. Und Lisa hat's endlich gemerkt. Ich bin ein Scheißkerl. Tun Sie das nicht! Du hast es verdient. Alex, nein! Alarmbereitschaft, vor allem der Notarzt. Im Zimmer mit den Geiseln ist ein Schuss gefallen. Verstanden. Ist jemand verletzt? Ich kann leider noch nichts sagen. Mit meinem Mann? Bringen Sie die Kleine nach draußen. Ich muss zu meinem Mann. Bitte, bitte, Elisabeth, sei vernünftig, bitte. Die müssen was unternehmen. Wir können hier nicht abwarten, bis dieser Verrückte alle Geiseln erschießt. Oder das Schloss in die Luft sprengt. Wie konntest du das tun, Alex? Du hast mich provoziert. Seine Schuld, wenn er die Kugel abfängt. Willst du schon wieder den Helden spielen? Lassen Sie mich zu ihm, ich bin Arzt. Keinen Schritt weiter. Er verblutet! Jetzt lassen Sie Leonard doch! Wollen Sie etwa, dass Arno stirbt? Er hat ihm noch nichts getan! Also gut. Geht's, Herr Partner? Ich muss ihm jetzt das Hemd aufmachen. Na, geh endlich ran! Ja, mein Vater ist verletzt. Er hat eine Schusswunde. Die Polizei? Sag dem beim nächsten Befreiungsversuch, seid ihr alle tot. Dann jage ich die Bombe hoch. Ich konnte es nicht. Der rote Punkt auf Papas Brust, sie hat ihn noch umgebracht. Was ist los? Das ist alles meine Schuld. Hätte ich ihn nicht gewarnt, wären sie jetzt alle frei. Schließer, kein Mensch macht dir einen Vorwurf. Er ist dein Vater. Was, wenn er jetzt Susanne umgebracht hat? Lisa! 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 Arno ist doch dabei und er kennt Alex. Er passt garantiert auf Susanne auf. Die Kugel steckt noch. Er hat innere Blutung. Er muss sofort in ein Krankenhaus. Hören Sie! Vergiss es. Alex, bitte lass Papa raus. Wegen dir liegt er doch hier. Du mieses Susanne! Das bringt nichts. Was suchst du? Die Bombe. Vielleicht hört man die Zeit zu unterticken. Der hat eine Fernbedienung, also tickt auch nichts. Es reicht jetzt! Alle hinsetzen! Ich brauch sofort Verbandszeug. Sehe ich vielleicht für die Krankenschwester aus? Ich muss die äußeren Blutungen stoppen! Wo willst du hin? Dieselbe. Für die Wunde. Graf Lahnstein braucht Unterstützung. Danke. Es ist so heiß. Er muss sofort operiert werden, hören Sie! Ich habe Nein gesagt. Sind Sie eigentlich total bescheuert? Glauben Sie, wenn hier drin jemand stirbt, die Polizei lässt sie lebend hier raus? Dir stopfe ich jedenfalls vorne noch das Maul!
wenn ich mit Arno getanzt hätte. Elisabeth. Ich bin schuld. Nur weil wir beide unbedingt... Das ist doch Unsinn. Niemand konnte das ahnen. Schuld ist einzig und allein dieser Wahnsinnige. Wenn wir beide vorhin nicht hier zusammen gewesen wären, dann wärst du jetzt womöglich auch da drüben. Doch, das ist Wahnsinn. Meine Geschwister sind da drin und Natalie. Graf Lahnstein, ich brauche dringend eine genaue Skizze des Salons. Ich muss wissen, wie groß der Raum ist und wo die Fenster und Türen gelegen sind. Der will den Salon stürmen lassen. Bitte tu's nicht. Nico. Arno braucht Nico jetzt. Außerdem hat sie recht. Wenn du hier irgendjemanden umbringst, hast du überhaupt keine Chance mehr, mit dieser fortzugehen. Nico. War keine Tricks. Arno. Red mit ihm, Nico. Er darf das Bewusstsein nicht verlieren. Red mit ihm. Elisabeth, sag ihr, liebe sie. Das kannst du dir gleich selbst sagen. Nico. Du schaffst das. Alex, bitte, lass mich zu Papa. Du bleibst da sitzen. Wie kannst du das Susanne antun? Du hast sie doch auch mal geliebt. Ja, das habe ich. Susanne war der einzige Mensch, der zu mir gehalten hat. Lange her ist das. Doch dann hast du mich verlassen. Und mir mein Kind weggenommen. Dafür hasse ich dich. Mehr als alles andere auf der Welt. Arno? Komm schon, hier, drück hier drauf. Arno! Nico, drück hier drauf, so fest du kannst. Los. Herr Brandner. Herr Brandner. Stimmt er? Angeschossen. Wie geht es ihm jetzt? Ich weiß einfach noch niemand, was genau ist. Hey. Hey, Elisabeth. Wenn es wirklich ernst wäre, dann würde er Arno gehen lassen. Haben Sie etwas von Natalie gehört? Und von Sarah? Alles, was ich weiß, ist, dass die Polizei überlegt, den Salon zu stürmen. Aber das ist doch Wahnsinn. Das können die nicht machen. Arno stirbt vielleicht. Und Susanne und Carla. Nur weil ich mich nicht getraut habe. Sie dürfen den Salon nicht stürmen. Hören Sie zu, ich muss unbedingt noch einmal mit meinem Vater reden. Hören Sie mich, Herr Brandner. Arno. Arno. Arno, sag doch was. Der Blutverlust ist zu groß. Wenn er nicht sofort in ein Krankenhaus kommt, ist er nicht mehr zu retten. Was soll denn diese Quälerei? Wieso lassen Sie ihn denn nicht einfach raus? Maul halten! Wozu brauchen Sie ihn denn noch? Sie haben doch hier genug Geiseln. Ja, ja, genau. Wozu brauchen Sie es überhaupt noch? Machen Sie sich doch nichts vor. Die Polizei wird doch niemals Ihnen Ihre Tochter aushändigen. Halt dich bedeckt, Andy! Und fliehen. Fliehen ist auch nicht. Da draußen ist alles umstellt. Da wimmelt es von Scharfschützen. Und die warten nur darauf, sie umzulegen. Sag mal, Bernd, was soll das denn jetzt? Bist du total verrückt geworden? Sie haben keine Chance. Mit dem Gedanken sollten Sie sich anfreunden. Du hast recht. Ich habe verloren. Na fein. Dann würden Sie uns jetzt bitte gehen lassen. Ich komme nicht mehr raus. Ihr aber auch nicht. Warum soll ich eigentlich alleine draufgehen?
nehme euch alle mit. Gut, drin sind wir. Aber was denn jetzt? Ich muss irgendwie zu Papa in den Salon. Wie soll das denn gehen? Du musst die Polizisten in der Halle ablenken. Lisa, das ist viel zu gefährlich für dich. Papa wird mir nichts tun. Bitte. Er ist doch nur meinetwegen hier. Ich bin die Einzige, die vielleicht noch was retten kann. Wenn er mich hat, lässt er die Geiseln gehen. Du bist nicht nur mutig, du scheinst ja auch schlauer zu sein, als die Polizei erlaubt. Was willst du hier? Verschwinde! Wir sind dir doch sowieso alle scheißegal. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, das auszudiskutieren, oder? Also ich gehe jetzt hoch. Lisa, nein! Jetzt warte mal! Davon hält mich keiner ab. Das habe ich doch auch gar nicht vor. Im Gegenteil, ich helfe dir. Mehr kann ich hier nicht für ihn tun. Arno, du musst durchhalten. Alex? Dir geht es doch eigentlich nur um mich. Lass die anderen gehen. Wir können auch noch mal in Ruhe über alles reden. Zu spät! Der hätte Lisa nie gegen mich aufhetzen dürfen. Sind alle auf ihren Positionen? Alle Posten bezogen. Was ist mit den Blendgranaten? Einsatzbereit. Gut. Zugriff nur auf mein Kommando. Verstanden. Ende. Sehen Sie nicht doch noch eine andere Möglichkeit? Graf Landstein, wir können nicht warten, bis auf die nächste Geisel schießt. Oder womöglich noch die Bombe zündet. Sollten Sie denn nicht draußen warten? Ich muss noch mal mit meinem Vater sprechen. Ich kann ihn überreden, aufzugeben. Das Risiko ist zu groß, Lisa. Du hast beim ersten Mal schon die Nerven verloren. Diesmal nicht. Er kommt mit. Graf Landstein? Ja, das ist ein alter Freund von meinem Vater. Ich bin mir sicher, ich kann ihn zur Vernunft bringen. Außerdem ist Stürmen wesentlich riskanter. Wie wollen Sie verhindern, dass er die Bombe zündet? Eine Minute habt ihr noch. Genießt sie. Oder betet meinetwegen. Ich hatte geglaubt, das Beste erlebt und hinter mir zu haben, bis ich dich traf. Ich will den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein, dir treu sein und mit dir alt werden. Noch 40 Sekunden. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und du warst immer mehr für mich als nur ein Ock. 20 Sekunden. Sie waren außerordentlich mutig. Ich wollte schon die ganze Zeit etwas sagen. Ich... 10. Ich... Ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. 4 3 2 Papa? Was willst du noch? Mit dir reden! Darauf falle ich nicht nochmal rein. Die Polizei hat versprochen, sie hält sich zurück. Papa, ich habe solche Angst. Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte lass An und die anderen frei. Auf keinen Fall. Ich habe hier jemanden, der uns helfen will. Er kann uns nach Argentinien fliegen. Was hat sie vor? Keine Ahnung. Ich komme nicht raus. Dann lass uns doch rein. Wir sind unbewaffnet, ehrlich. Das ist nicht abgesprochen. Papa, bitte vertrau mir, bitte. Haltet sie auf! Hm.
Lisa und er sich gegen die anderen austauschen lassen. Schnell, den Notarzt! Und Sie sind wirklich Pilot? Kein Trick? Wir nehmen einen Privatjet. Wenn hier alle frei sind, fliege ich Sie, wenn Sie wollen. Herr Brandner! Herr Brandner, können Sie mich hören? Bauchsteckschuss. Starker Blutverlust. Wechselnde Bewusstseinslage. Jetzt geh schon, Natalie. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Ich gehe mit euch. Susanne, bitte. Ich lasse dich nicht mit ihm alleine. Verschwinde. Oder ich überleg's mir noch anders. Mach dir keine Sorgen. Ich passe auf sie auf. Papa, nicht! Nichts! Papa! So gut sah er nicht aus. Hey, dein Onkel bringt so leicht nichts um. Außerdem ist Leonard ein guter Arzt. Er hat bestimmt getan, was er konnte. Mein Gott, wie schrecklich. Wie geht's Ihnen denn überhaupt? Sie müssen doch auch die Hölle durchgemacht haben. Haben Sie sich Sorgen um mich gemacht? Ja, was glauben Sie denn? Ich hatte noch nie so einen guten Tanzpartner. Warum hast du nicht verhindert, dass dieser sich nochmal einmischt? Das habe ich doch versucht. Du kennst doch deine Schwester. Hast du schon mal geschafft, ihr irgendetwas auszureden? Mann! Wenn dir etwas passiert wäre, wo wir uns doch gerade erst gefunden haben. Elke? Ich bin so froh, Natalie. Es ist vorbei. Wie geht es Arno? Arno ist mit dem Notarzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Und Lisa? Lisa ist mit ihrem Vater und Ansgar auf dem Weg zum Flughafen. Mehr weiß ich nicht. Normalerweise sind mir schon Thriller im Kino zu viel. Also dafür haben Sie aber sehr gute Nerven. Das sah vielleicht so aus, aber ich zitter immer noch. Wenn Herr Brandner das alles überleben sollte, dann ist das auch Ihr Verdienst. Ich bin wirklich froh, dass wir da alle lebendig rausgekommen sind. Hey. Zugriff nur auf mein Kommando. Los, weiter. Nicht einschlafen. Ja, ich will ja nur die Position der Scharfschützen erkennen. Die werden doch wohl nicht schießen.
Angriff, jetzt! Laser! Alles läuft stabil? Keine Medikamente und 2 Liter Flüssigkeit beim Transport. Bereiten Sie den Ultraschall und den OP vor. Schlechtes Gewissen? Arno darf nicht sterben. Der Kuss heute mit Johannes, das war... Bombe entschärft. Verstanden. Tja, Vater. Dass Carlas Hochzeiten immer im Chaos enden, das ist nicht meine Schuld. Holen Sie den Anästhesisten, beeilen Sie sich! Rhythmus wird unregelmäßiger. Puls wird schwächer. Kammer flimmern. Defi vorbereiten.